This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, dass es keine Heilmittel in dem Sinne gibt. Also, es ist nicht so, dass du irgendwas zu dir nimmst und dann davon gesund wirst und genauso weiterlebst wie vorher. Ich habe neulich schon mal ein Video drüber gemacht, das ist eben wie zu erwarten, dass man irgendwas zu sich nimmt und dann nüchtern wird, wenn man Alkohol trinkt. Wenn du Alkoholiker bist, ständig trinkst, gibt es nichts, wo du zu dir nehmen kannst, dass das wieder ausgleicht. Das ist einfach nur ein Irrglaube und eine Illusion. Wenn die Ursache nicht behoben ist, dann kannst du das vielleicht übertünchen, du kannst es vertuschen, du kannst es irgendwie scheinbar für eine Zeit lang lösen, aber es ist nichts Dauerhaftes. Es ist keine wirkliche Lösung. Du kannst vielleicht ein bisschen Wasser trinken, wenn du gerade einen Rausch hast, Alkohol getrunken hast. Das wirkt dem wieder ein bisschen entgegen, kann man vielleicht den Alkohol besser ausleiten. Aber das wird nie die Ursache, den Alkohol wegnehmen. So. Und du wirst dich kaputt machen auf Dauer, wenn du nicht aufhörst, Alkohol zu trinken. Und genauso ist es mit einer nicht artgerechten Lebensweise. Wenn du keine frische Luft hast, wenn du keine Sonne abbekommst, wenn du dich unnatürlich ernährst, eben einfach unnatürlich lebst, nicht artgerecht, dann bist du krank. Da kannst du noch so viele Sachen zu dir nehmen. Alle möglichen tollen Heilmittel kannst du zu dir nehmen. Das übertüncht es nur, das verdrängt es. Das ist nichts Dauerhaftes. Wenn du deine Lebensweise änderst und wenn du bereit bist, von den Dingen loszulassen, die dich auch wirklich krank gemacht haben, dann kannst du wieder gesund werden. So einfach und simpel ist es. Also, wenn du nüchtern werden möchtest, dann musst du aufhören, Alkohol zu trinken. Wenn du gesund werden möchtest, dann musst du aufhören, in stickiger Luft zu hocken. In stickigen Räumen und zu hocken. Du musst damit aufhören, nur rumzusitzen. Du musst den Körper bewegen. Heißt nicht umsonst Bewegungsapparat. Ja, und du musst dich artgerecht ernähren. Aber so simpel und einfach ist es. Du musst dich fragen, was würdest du in der Natur machen? Wieder mal die Verbindung dazu zu finden. Technik ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt. Es kommt nur darauf an, wie du sie nutzt. Und dass du trotzdem noch eine Verbindung zur Natur hältst, dich trotzdem artgerecht ernährst. Ja, das wollte ich heute nochmal loswerden. Aber es gibt, wie gesagt, keine Heilmittel in dem Sinn. Es gibt nichts, was du zu dir nimmst, was eine nicht artgerechte Lebensweise ausgleicht. Das war's. Macht's gut. Ciao.